Lichtgestalter ist ein so unglaublich wichtiges Festival, und zwar nicht nur für Düsseldorf, sondern für das gesamte Umland. Lieblingsplatte holt Bands hierher, die du ganz lange nicht gesehen hast oder vielleicht noch nie gesehen hast. Du erfährst sozusagen aus dem Innersten diese Lieblingsplatte, hörst sie einmal live, und es ist so großartig, hier sein zu dürfen. Also fantastisch. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwie blöde angemacht worden wären. Na, also das war ja bei den Punks, war ja auch völlig egal, ob du Mädchen oder Junge bist. Das hat die wenig interessiert. Jetzt im Nachhinein sagen doch einige, ja, wir waren Exoten. Aber eben auch nur, weil wir die einzige Mädchenband waren wahrscheinlich. Mit den Typen ist doch nichts mehr los. Jedes Mal die gleiche Pein. Sie finden wie Kaninchen bloß. Das hat mir die Synapsen freigeschossen. Es war so cool. Östro war immer mein Favorit. Östro ist einer meiner frühen Lieblingsbands gewesen. Und Turo Kokorot habe ich in Berlin gesehen schon. Also ich war überrascht. Erfreut auch, weil ich einfach Düsseldorf mag als Stadt total gerne und wir halt hier eine Geschichte haben und einige Stücke von Amateur View auch hier entstanden sind in Düsseldorf, im Studio in Bilk sogar. Und ansonsten hatte ich große Angst, weil Files von 98 zu finden aus den tiefsten Tiefen von Zip-Drives und Disketten und sowas, da wusste ich schon, das wird nicht ganz einfach. Aber es war immer ein Album zu spielen, ist eine klare Aufgabe. Da muss man nicht groß rumeiern, da muss man nur rausfinden, wie man es machen kann. Das ist eben schwer, aber der Auftrag ist klar. I think about all the people that encouraged me, and you know, that I didn't know, but like from the Cramps to like Grace Jones, you know. So it's great to be part of that whole legacy. It's which is even bigger than a single artist. It's just like to continue this artistry, to this performance, to this politics, to powerful art, you know. Wir müssen das Kulturelle und das Musikalische und alles Mögliche an Leben in der Stadt unterstützen und dafür sorgen, dass es weiterleben kann, weil das ist unsere Stadt. Wir wohnen hier, wir leben hier, wir haben das Business hier, unsere Kinder wachsen hier auf und wir sorgen dafür, dass es halt für uns alle lebenswert bleibt. Und dann unterstützen wir halt die Sachen, die wir selber halt cool finden. Das ist natürlich dann auch Geschmackssache manchmal. Yeah. Oh yeah, ist das funky. Diese Nacht wird unvergessen bleiben. Yeah, für alle Zeiten. Hier geht der Funk, also geht er. Hier geht der Funk Joker. Hier geht der Funk, der euch alles anpackt, denn mit Tony L ist er. Yeah, hier geht der Funk, also geht er. Hier geht der Funk Joker. Hier geht der Funk, der euch alles anpackt, denn mit Tony L. Come on. Ja, als ich den Anruf bekommen habe, habe ich mich sehr gefreut, weil es ist natürlich eine große Ehre, in so einem Rahmen stattzufinden, weil es definitiv bisher alles legendäre Alben sind, die hier bespielt wurden. Und dass ich jetzt in diese Riege aufgenommen wurde mit meinem Funk-Joker-Album, finde ich als etwas sehr Besonderes, weil eben auch der Funk an sich hat schon immer so eine Nische dargestellt in der Musiklandschaft. Und auch im Rap-Kontext und der Funk-Joker sowieso. Von dem her ist diese Würdigung des Albums wirklich so eine Art Auszeichnung für mich. Und ich bin ja schon bei Torch, der das Ganze im Hip-Hop-Kontext eröffnet hat, dass Donnerstag so dieser Hip-Hop-Event ist.
dabei gewesen. Das war schon sehr besonders und magisch, dann bei RAG eben. Und genau, also das ist schon eine Sensation. Fette Stimmung. Ich kenn's kaum, ehrlich gesagt. Und heutzutage sowieso nicht. Es ist schwer, Veranstaltungen zu erleben oder selbst auf der Bühne zu stehen, die dann so eine Stimmung erzeugen, wie das, was ich heute hier erlebt habe. Und nochmal so einen Riesenrespekt an Toni, an Torch, an alle Beteiligten, die dort waren und auch an das Team sowieso, weil Zack ist sowieso ein geiler Laden. Wir haben immer schon so remastered ganze Alben gespielt, aber wir haben immer die kompliziertesten Stücke weggelassen. Aber das Konzept hier ist frightening, weil du musst auch die komplizierten Songs und die vielleicht auch unbekannten Songs, zu denen man eigentlich selbst als Künstler keinen Zugang hat, musst du trotzdem spielen. Also das war, das Festival hat da ziemlich strenge Auflagen und irgendwie wollte ich erst Nein sagen, aber dann habe ich gedacht, irgendwie ist das auch eine ganz coole Disziplin. Ich finde, was mit dem Lieblingsplatte-Festival geschaffen würde, das ist einfach, ihr holt die Legenden auf die Bühne. Es ist ein Düsseldorf-Festival. Ihr holt Düsseldorf wieder auf die Landkarte des Pop, das muss man wirklich sagen. Und man trifft auch die Leute, die Wegbegleiter waren. Ja, das ist auch ganz fantastisch. Und viele Musiker, die man auch kennt aus der Stadt. Ja, und alle sind dann hier, um es gemeinsam zu genießen. Das ist pure Magie.